Hallo und willkommen zu einer Folge Minecraft. So, ich war jetzt ein bisschen zurück, meine Ausbeute ist das hier. Ist jetzt nicht so viel, ich habe jetzt zwei Eisenspitzhacken abgebaut, mir ist leider nicht rausgekommen. Ich habe noch ein bisschen Sand extra gefahren, ein paar Steine schon mal gebrannt, ansonsten ist, wie gesagt, das hier ist quasi meine Ausbeute vom Slipmine. Ist jetzt leider nicht so viel, aber leider kein bisschen Gold gefunden. Was leider ein bisschen traurig ist. Ich kann ja mal zeigen, wo ich jetzt war. Ich war quasi, jetzt hat mir hier so gar runtergebuddelt. Da unten ist Wasser, kann ich runterspringen hier. Lutsch. Ja, dann habe ich mich hier halt vorwärts gebuddelt. Da hieß auch dieser Lavafluss, wo wir schon mal waren. Da sind wir von da hinten gekommen, hatten da unser Gold gefunden, nämlich. Ja, gut, wenn ich weiter noch da gebuddelt hätte, dann bin ich auch noch auf eine weitere Schlucht getroffen. Aber da bin ich ja nicht reingegangen. Weil ja, selbst bei der anderen Schlucht kann jede Zeit irgendwas oben von dir von runterfallen auf dich rauf. Hatte ich jetzt nicht so Bock drauf. Also leider kein Gold, aber brauchen wir ja auch erstmal nicht unbedingt. Natürlich kriegen wir jetzt durch unsere Abbauer da dann auch kein Gold. Weil der ja nur mit Stein abbaut. Aber ja, irgendwann Upgrade mit denen hätten wir auf Eisen, aber dafür brauchen wir erstmal sehr, 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 sehr viel Eisen. Ja, ansonsten steht heute an, hier auf jeden Fall da den mit Strom zu versorgen. Was sag ich überhaupt alles hier rein? Glaub nicht, oder? Ja, doch, gerade eben so. So. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar mehr Leitungen, weil ja, wir müssen ja irgendwie dann da oben rauskommen. Dafür brauchten wir Glas. Wir brauchten dafür Redstone und wir brauchten dafür Blei. So. Dann gehen wir quasi einfach hier hoch. Na gut, wo komme ich jetzt raus? Irgendwo hier, ne? Ja, oh, ey, war richtig, ey. So, ist hier ein Baum? Einfach mal hier so. Sollte reichen, wenn wir da ein paar anbauen können. Ein paar Solarpanel. So, und dann die Solarpanel. So, wir brauchen dafür Glas auf jeden Fall jede Menge. Nehmen wir erstmal mit. So. Dann brauchen wir wie Eisen. Ne, brauchen wir nicht. Wir brauchen Zinn, Blei. Was brauchen wir dafür? Zinn. Oh. Zinn hat. Oh, stimmt. Ich war so tief unten, da haben wir kaum Zinn gefunden. Ja, aber reicht dafür achtmal. Wenigstens erstmal. Sonst nehmen wir noch ein bisschen Eisen. Davon haben wir jetzt auch ein bisschen was. Ansonsten Redstone und Holz nur. Redstone. Also Holzfarm läuft auch noch. Die ist aber noch nicht so viel rausgekommen. War es aber auch noch nicht so lange da irgendwie AFK oder so daneben. So. Dann. Upp. So, weil ich habe gesagt, ich brauche 3 Stück davon, wenn das läuft. Das heißt, wir brauchen davon. Wie viel brauchen wir dafür? Das heißt, wir brauchen davon erstmal, davon brauchen wir also 24. Ja, 48, 72 Stück brauchen wir also davon. Das heißt, wir müssen das jetzt 36 mal herstellen. Reicht doch eigentlich. Also wir haben auf jeden Fall die Ressourcen dafür. So 16er, warte. Ja, kann ich dann anders aufteilen, weil das ist 36, ne, habe ich gesagt. Also so. Ne, warte, ich bin dumm, ich habe da schon, Alter. Hätte ich fast 10 zu viel gemacht. So. Ist ja wie dumm. Ich brauche 36. Alter, ich bin einfach bescheuert, ne? Ich muss das insgesamt 36 mal herstellen. Warte, von der 72. So, warte mal, ist aber so. Mathe, Mann. So. Ne, was habe ich jetzt? Bin ich eigentlich behindert? Wie viel brauche ich? Warte mal. Ich habe schon alles vergessen. 3 mal 24 auf 72. Da war alles richtig. Alter, ich bin einfach komplett verwirrt hier, ey. So, warte, so 72. So, dann davon, bup. 24. Was brauchen wir jetzt hierfür? Gold. Ein bisschen Restgold haben wir ja. So, dann haben wir nämlich 3 Stück davon. Dann sollte das Ding, wie gesagt, auf jeden Fall laufen. Hä? Achso, immer das Teil in der Mitte erstellen, bin aber richtig schlau. Ah, oh mein Gott. Na, wir brauchen die eh noch. Aber weil es ein bisschen dumm ist, habe ich kein Gold mehr, falls ich nochmal Gold brauche demnächst. Was müssen wir für die nächsten dann machen? Oh Gott, für die nächsten sind auf jeden Fall aufwendiger, wie es aussieht. Naja, die erreichen ja erstmal. Das war ein bisschen dumm hier, dass ich kein Gold mehr jetzt habe. Danke, ich hätte jetzt nochmal Split Mine. So, dann schließen wir die guten Dinger hier mal an. Boop, boop, boop. Oh, da ist ein fetter Baum. Ja, fette Bäume sind ein bisschen schwierig, da braucht der mal ein bisschen für. Was Strom angeht, weil die natürlich sehr groß und sehr viele sind, aber ansonsten
Ja, ein bisschen ist da drin, aber der Strom, also hat wenig Strom hier, auf jeden Fall. Also die kleinen Bäume gewachsen, das ist immer gereicht, so gerade eben. So, aber egal. Ich denke, so lange es da irgendwie läuft, reicht das ja. So, das heißt, du hast jetzt Strom. Das heißt, jetzt brauche ich mir noch Upgrades und Spitzhacken und so ein Zeug. Deswegen haben wir da irgendwelche anderen Restholz, also das hier. Also, ich hätte das ja auch mal verbraten, das brauche ich auch nicht mehr. Stimmt hier nicht voll, ey, von wo immer du rumstimmst. So, also haben wir auch Tropen, also gut. So, bam. So, erstmal Schaufeln brauchen wir ja auch, aber davon brauchen wir ja nicht ganz so viele. Tut einfach mal zwei Schaufeln rein. Und der Rest hier, also das funktioniert so nicht. Ne? Spitzhacken, ja, vielleicht nicht unbedingt 20. Obwohl, warum eigentlich nicht, ne? Komm, hup. Ja, achso. Bob, so, Spitzhacken haben wir. Dann brauchen wir auch noch Cobblestone von der Theorie her. Und dann batschen wir jetzt alles hier rein. Nochmal ein Stack hier raus. So. Du machst hier schön weiter. So, was brauchen wir erstmal für die Upgrades? Ihr braucht ein rohes Holz dafür, ne? Und da schaut so viele Upgrades rein, wie es geht, und hoffen wir, dass wir dann da ein bisschen Stuff rausbekommen. So von Eisen. Was kommt man damit? Was kommt man Spitzhacke abbauen? Eisen konnten wir abbauen, Kupfer und ich glaube Zink. Zink? Ne, Zinn. So. Wollte nicht da reinlaufen. Und halt auf jeden Fall Kohle noch, aber Kohle brauchen wir jetzt auch nicht mehr so viel, wenn wir es eh nach und nach auf Solar umstellen. Aber kriegen wir ja trotzdem daraus. Wenn ich die habe, können wir sie ja trotzdem verbraten für ein bisschen extra Strom. Ne, komm. Hallo? Dankeschön. So, dann das hier. Da ist noch ein bisschen was mit. Stimmt, warte mal, ich brauchte gebratenen Stein dafür, ne? Steinupgrade, jo, stimmt. Und Redstone. Wir brauchen mal ein bisschen mehr Stein, weil eigentlich war der Stein, den ich jetzt bisher gebraten hatte, war eigentlich eher dafür gedacht für unsere Base, die ich demnächst dann irgendwann mal anfangen will zu bauen, weil das wäre so der nächste Punkt, dass ich nämlich mal den Grundstein unserer Base baue, damit wir halt nicht so wie. Ach, weil der jetzt voll ist, hat er keinen Anschluss mehr. Was ist das denn? Ja, wenn wir halt nicht hier haben wir den Motor stehen, da oben haben wir Solarpanel, hinten haben wir Solarpanel, damit wir auch irgendwann mal alles zusammen anschließen können und so. Aber ja, Redstone fehlt noch. Davon haben wir ja auch jetzt genug mittlerweile. So, Stein-Upgrades. Cool ist, wir brauchen die Stein-Upgrades eh schwer für die Eisen-Upgrades. Von daher können wir davon auch nicht so viele haben. Ja, yeah, 9 Stück können wir machen. Toll. Ist ja wenig so viel, wie ich mir erhofft hatte. Naja, immer 9. Upp, so. Das da alles wieder da rein. Ja, die Holzfarmen, die, ja, das ist noch nicht ganz so produktiv. Und Farmen für mich. Das sind immer viele Blöcke, die jetzt noch abfarmen. Dabei sind jetzt halt nur 9 weitere Blöcke nach unten. Also so viel ist das jetzt eigentlich nicht. Von der Theorie her, was hat er bekommen. Weil wie geht er jetzt weiter? Ist er jetzt dahin weitergegangen? Glaube schon, ne? So wie es aussieht. Oder ist er jetzt da unter, ist die Frage. Nee. Okay, das heißt, er geht von sich aus nach links weg. Frage ist, warte mal, welche Koordinaten sind? Da geht er in irgendwelche Koordinatenrichtung. X ist plus und Z plus. Okay, kann sein, dass er halt immer ein X und Z plus denn geht von sich aus, was das angeht. Weil, ja doch, ja, ist die Frage, ob es danach geht oder wie rum ich den platziert habe. Da habe ich den ja quasi so platzieren, geht nach da. Wenn ich so platzieren würde, geht er nach da. Weil es uns natürlich später wichtig, wenn wir den einmal mal umbauen, dass wir nicht quasi den, also wenn wir den quasi auf Eisen umbauen, dass wir den nicht wieder dahin platzieren, weil klar ist er dann irgendwo noch Gold und Redstone, was abgebaut werden kann, weil wir würden sonst trotzdem nochmal jedes Feld nochmal neu abbauen, das wäre irgendwie sinnlos. Boah, zwei Eisenerz haben wir schon. Trotzdem, wie gesagt, der läuft jetzt wahrscheinlich nicht so lange, wie ich mir hoffen würde. Wir brauchen halt echt viel, viel mehr Holz eigentlich. Tja, sehen wir uns gerade den Stein, den ich noch brauche. Ist halt voll. Bin überlegen, wenn der eben den nächsten wieder stehen bleibt, weil wir eh keine Upgrades haben, dann baut lieber einen von den Solarpanels hier ab. Und batscht das da hinten mehr drauf, dass das ein bisschen besser läuft, weil, ja, wie gesagt, der Baum steht hier immer noch. Kann ich denn diese Kacke hier wieder ausmachen? Geil, ich wollte gerade das Ding ausmachen, habe erstmal meine Aufnahme beendet. Erstmal eine neue Aufnahme gestartet hier. Die falsche Taste gedrückt. So, eigentlich sollte das jetzt, wenn es nicht Nacht wäre, besser laufen.
Der wird schon. Gut, dann pennen wir jetzt einmal und dann, wie gesagt, fangen wir an, den Grundstein unserer Base zu bauen, obwohl ich natürlich jetzt kein Holz mehr habe. Eigentlich sollte oben ja Holz sein, aber hey, fangen wir halt unten an. Bisschen was haben wir ja noch so. Ich wollte ja nämlich das ja sehr viel aus Steinziegeln hier bauen. Bup, so ein paar Steinziegel. Ja, die kommen hier, scheiße, die Kack. So, brauchen wir auf jeden Fall da auch schon mal ein paar Treppen mit. Werden wir auch gebrauchen. So, kann ich schon pennen oder ist noch nicht dunkel genug? Kann ich. So, dann gehe ich mal ein Stück weg von hier. Also nur ein ganz kleines Stück. Hier ist eh alles ja schon irgendwie wild bebaut und alles. Ich würde sagen, wir bauen dann unsere Base quasi hier auf dem offenen Feld hier. Ich hole jetzt mal kurz den Baum hier mal ab. Vielleicht sonst auch die nächste Wende mal dann noch eine Holzfarm bauen, eine zweite mit den Gummibäumen, damit wir mehr Gummi haben, um quasi noch mehr Holzfarm zu bauen. Weil Erwin ist auf jeden Fall der Plan, quasi für jeden Art Baum auf jeden Fall zum Beispiel eine Holzfarm zu bauen, für jede Art Gewächs hier, also Weizen, blablabla und so, eine Farm zu bauen und so, das will ich auf jeden Fall irgendwann entdecken machen. Ja, also ein bisschen Gras entfernen. So, im Angeln noch hier kommt unser Haus hin. Wir bauen es ja quasi, wir fangen einmal den Keller an, da wir können Holz haben für unser oberen Stockwerk. Ich sag einfach mal, hier fängt der Keller an. Wie es dann nachher oben rum aussieht, ist eine andere Frage. So, komm, hier nehme ich schon mal die Dinger hin. Ich weiß nicht, ob die nachher überhaupt reichen. So, FW-Speer, das ist ja der Boden von unserem Haus, das ist Holz. Da kommt da aber nochmal eine Decke hin von unserem Keller, das ist Stein. Und dann will ich 4 hoch sein. Jetzt sind das 1, 2, da wo die Treppen sind, sind 3 hoch. Das heißt, wir müssen noch einen tiefer. Also, hallo. Mann, ey, mein Mausrad ist so für den Arsch. Ich komme nicht rauf, Miss Gold, wenn mein Mausrad aber so scheiße ist. Was ist das, ey? Was will ich machen, wo der was spawnt so? Müsste jetzt das eigentlich richtig sein, ne? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Decke, Boden. Ja. Das heißt, hier kommt ein richtiger Boden hin. So. So, meine Idee war erstmal, wir kommen raus in einem Raum. Das heißt, auf jeden Fall, der Raum geht auch unter der Treppe nachher durch. Deswegen. Nee, schwer eine Höhle, oder? Ja, wir gucken mal, wenn hier oben jetzt ist. Alles war der Höhlen, ne? Hier unter durch. Ist so krass, ey. Da kommt eine Spinne von oben rein. Oh, pass, wenn ich gleich in eine Höhle reinbuddel, dann kommen mir irgendwie 10 Monster entgegen oder so. Wenn nicht so praktisch. Also hier hinter ist auf jeden Fall schon eine Spinne, irgendwo ein Skelett. Relativ nah auch. Das heißt, der Raum hier soll erstmal nur so ein Raum sein. Und von dem Raum gehen ja quasi diese Flure weg. Und da, ja, da haben wir andere Räume logischerweise drin. Also wir sagen, machen sie einfach mal 3 breit in jede Richtung. Dann müssen wir ja 4 breit machen, weil wir nur noch an der Wand hinziehen wollen. So, dann auf jeden Fall quasi. So können wir unter durchlaufen. Das heißt, würde ich sagen, ab hier an dann auch 4 in die Richtung. So, 1, 2, 3, 4. Dann ist da quasi nachher die Ecke. Mal das ausleuchten hier. Dann 1, 2, 3, 4.
Und 1, 2, 3, 4. Ist auf die Ecke hier. Also mein Schwitzer braucht gleich Schrott, wa? Das kann ich auf jeden Fall auch weg. Die Spinne, ne? Ah, da ist die Hürde. Hell draußen, oder? Ja, ich hab kurz gesagt, die Hülle könnte irgendwo raus, schon wieder dunkel draußen hier. Also hier kommt ja die Wand hin, habe ich gesagt, ne? So, Wand. So, oder? 1, 2, 3. Und dann habe ich gesagt, von hier aus 1, 2, 3. Ja. Okay, dann noch, was hier oben ist, auch alles weg. Ne? Okay, ich würde uns einfach mal sagen, für heute beende ich dann die Folge. Dann werde ich das hier mal ausheben komplett, auch schon mal die Wände hinziehen. Und ich werde nochmal eine Runde Swipman gehen wieder fürs nächste Mal. Und ich hoffe mal, dass dann auch ein bisschen mehr Holz da ist bis dahin. Aber ja, ich sage mal, unsere Holzfarm ist das noch nicht so krass. Es hat nur so ein 3x3-Feld, wo auch gegebenenfalls halt meistens immer nur ein Baum drauf wächst. Weil natürlich der Platz dann weg ist für einen neuen Baum, also. Aber ja, wir schauen mal. Auf jeden Fall war es das für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.